Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, kann man eine Krise, eine Finanzkrise tatsächlich vorhersehen oder eben nicht? Ja, darüber wollen wir reden und wie immer nach dem kleinen Intro geht's los. Bis gleich, dein Marco Reus. Zahlreiche Studien zeigen natürlich, also dass es selbst Profis eher selten schaffen, bis gar nicht so eine Krise vorherzusehen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, wollen wir nochmal einen Sprung auch machen in die letzte Finanzkrise im Jahr 2008, 2009. Und an der Stelle sei allerdings aber angemerkt, also dass es natürlich heute sich durch die aktuelle Geldpolitik der Notenbanken ein bisschen anders verhält. Ja, also als Beispiel ganz plakativ und als Metapher ist es natürlich so, wenn du Luft in einen Luftballon dauerhaft bläst, ist es klar, dass er irgendwann platzt. Die Frage ist halt nur, wann platzt er? Und dieses Platzen, diesen Moment, in dem er platzt, das kann halt keiner vorhersehen. Und wie gesagt, das möchte ich an der Stelle auch nochmal verdeutlichen und vor allem auch, wer massiven Anteil daran hat oder sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass dann tatsächlich wirklich so eine Finanzkrise oder eine Krise überhaupt entsteht. Und wenn wir uns da jetzt beispielsweise mal das Jahr 2008 angucken, dann wurde die Krise damals nur bedingt vorhergesehen. Es gab ja dort den einen oder anderen, der es tatsächlich wusste, dass es passiert. Es hat sich auch angedeutet, weil im Jahr 2005 und 2006 schon eine Finanz- und Immobilienblase sich angedeutet hat. Ja, es war dann zuletzt mehr so, dass es also viele Fake- oder auch synthetische Kredite gab als reale Kredite, also mehr Fake-Kredite als reale Kredite. Und nicht zuletzt kam es dann dazu, und das ist dann immer das Zünglein an der Waage, dass natürlich die Notenbanken intervenieren und versuchen, da irgendwas am Markt auszugleichen. Und es war beispielsweise auch dann letztendlich so im Jahr 2007, 2008, kam es dann auch zu Zinserhöhungen, was sich ja im Nachgang dann speziell 2008 auch gezeigt hat, dass das vielleicht nicht unbedingt der richtige Schritt war. Und dann kam es eben zu dieser Lehman-Pleite, die natürlich noch ganz andere Gründe hatte. Aber wichtig ist einfach an der Stelle auch, dass man das sieht, dass also dort noch überhaupt kein Mensch damit rechnen konnte oder zumindest die breite Masse nicht damit rechnen konnte, dass es zu diesem massiven Rücksetzer 2008, 2009 dann auch tatsächlich gekommen ist. Und wie gesagt, die Notenbanken spielen dort eine gigantische Rolle. Auch heute ist es natürlich wieder so, ja, wir haben, also kaum jemand wird irgendwie abstreiten, dass wir heute in den einzelnen Assetklassen extreme Verwerfungen haben, möchte ich das mal bezeichnen an der Stelle. Natürlich sind die durch die Asset Inflation die Immobilienpreise davongelaufen, also die Inflation ist gigantisch gestiegen. Natürlich, ja, wir haben an den Aktienmärkten unglaubliche Blasenbildungen auch gesehen oder sehen die gerade noch. Und da ist es natürlich so, da muss man sich die Frage natürlich stellen, kann man jetzt wegen diesen Blasenbildungen und wegen des Intervenierens der Notenbank darauf schließen, wann es dann letztendlich kracht? Auch da kann man die Frage ganz klar wieder mit Nein beantworten, denn auch hier ist es wieder so, dass die Notenbanken gerade aktuell rund um den Globus lediglich ankündigen oder darüber nachdenken, die Zinsen anzupassen. Also sie haben noch nicht wirklich an der Zinsschraube richtig gedreht, denn die Frage, die sich natürlich auch stellt, reicht es schon aus, um ein bisschen die Zinsen zu erhöhen, dass diese Blase platzt, oder ist ein richtiger Zinsanstieg nötig, damit der Luftballon dann zum Platzen kommt? All diese Fragen kann kein Mensch seriös mit einem richtigen Zeitpunkt beantworten, und deshalb ist es natürlich fundamental wichtig, wie du dich in Position bringst. Also welche Assetklassen hältst du, um dort im Endeffekt gewappnet zu sein? Denn an der Stelle ist natürlich klar, dass das richtige Market Timing, also kurzfristig völligst unmöglich ist, langfristig natürlich schon, und das sichert natürlich auch dann die Gewinne. Da haben wir ja schon zahlreiche Videos drüber gemacht, also wie man langfristig investiert, auf was zu achten ist, und dann funktioniert es natürlich auch. Und das Wichtige ist an der Stelle natürlich, kein Mensch, also auch die ganzen Prognosen für 2022, diese Glaskugel
Propheten- und Kaffeesatzleserei, das können wir alles vergessen, denn wie gesagt, kein Mensch kann den Tag nennen, das Jahr nennen oder auch den Monat nennen, ja, wann es dann letztendlich passiert, dass es diese massiven Verwerfungen gibt. Das wissen wir aber schon seit Jahren mittlerweile und es wurde doch immer wieder geschafft, das Ganze nochmal weiterzutreiben, bis natürlich irgendwann mal der Rücksetzer kommt. Und die Frage, die sich dann einfach stellt, ist natürlich keine geringere als, was passiert denn, also durch diese steigende Staatsverschuldung, durch die steigende Staatsverschuldung, die massiv angestiegen ist, durch die massiv erweiterte Geldmenge, wenn die nächste Krise das 50-fache der 2008er Krise dann letztendlich an den Märkten auslöst, ist die Frage ganz einfach, bist du mit deinem Vermögen in Position? Das ist das Einzigste. Und diese Entscheidung, ja, ohne Angst, die kannst du heute schon treffen, indem du dir ein Portfolio baust, indem du keine Wette auf den Weltuntergang eingehst, Weltuntergang in Bezug auf Finanzen, dass du diesen Weltuntergang, Finanzcrash, mit in dein Portfolio einbaust. Ja, da gibt es wunderbare Möglichkeiten. Das kann man natürlich, wie immer, mit den Edelmetallen tun, in den verschiedensten Sektoren, in dem Fall physisch oder über Minen. Ja, Minenwerte wurden beispielsweise noch nie verboten, auch in den USA in der größten Krise des letzten Jahrhunderts nicht. Gold physisch schon. Silber besteht auch mal die Möglichkeit, dass man sowas vielleicht mal als, zumindest als Handelsware oder als Anlageinvestment verbietet. Kann durchaus mal möglich sein. Also ihr habt ja gesehen, was mit Corona, mit der C-Krise passiert ist. Also wer vor 2019 gefragt worden wäre, kannst du dir vorstellen, dass sowas passiert? Hätten alle gesagt, ja, das, ich glaube, du spinnst. Plötzlich sind wir mittendrin und ein Hoch, was die Krise betrifft, jagt das nächste. Und auch da ist es so, also man sollte auf alles vorbereitet sein und dann natürlich die anderen Assets spielen, die man unbedingt braucht. Ja, wenn du Immobilieninvestor bist und Immobilien auch vor Jahren schon gekauft hast, dann wirst du auch im nächsten Video nochmal erfahren, welche Vorteile Immobilien haben können, wenn man weiß, damit auch umzugehen. Und natürlich, wie gesagt, Aktien, ja, ganz wichtig. Und die Satelliten-Cash-Positionen sind wichtig. Vermögenswerte, die von Natur aus selten sind, sind extrem wichtig und die auch in der Krise leicht zu veräußern sind, um dann eben diese massiven Rücksätze auch wieder zum Einkaufen zu nutzen. Und das Wichtigste bei allem, ja, ist eine Krise vorhersehbar? Nein. Deswegen ist das Wichtigste dein Zeitdenken. Ja, wie lange möchtest du investieren? Und da machen die meisten Menschen einen gravierenden Fehler, dass dieses Investment oder dieses Denken immer zu kurzfristig ist. Also wie gesagt, vermögende Menschen denken bis zum letzten Atemzug und auch darüber hinaus. Und da muss man sich in Position bringen. Wie gesagt, es kommt natürlich immer auf die Vermögensgröße drauf an, wie man sich dort in Position bringen kann. Aber nicht zuletzt, in diesem Video ging es darum, kann man eine Krise, eine Finanzkrise vorhersehen? Nein, man kann es nicht. Dass irgendwann ein Jahr kommt, in dem es zu einem größeren Rücksetzer kommt, das ist vollkommen klar und vollkommen normal. Aber wie gesagt, wann es passiert, weiß kein Mensch. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen, ja, weiterhelfen, was das Thema Zeitpunkt und Vorhersage einer Krise betrifft. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Dein Marco Reus.